Die skurrile Welt des Sebastian Kurz. Neulich meinte er noch, er wolle einen kurzen Wahlkampf. Kaum propagiert, startete er auch schon seine Tour durch ganz Österreich. Das ist aber keine Wahlkampftour. Aus seiner Nicht-Wahlkampftour hat er sich dann kurzerhand bei einem bedenklichen religiösen Mega-Event in der Wiener Stadthalle zum Messias ausrufen lassen. Frisch gesegnet ging es dann weiter zu einer Pressekonferenz, wo er in die Zukunft blickend etwas dementierte, das offiziell noch gar nicht stattgefunden hat. Nämlich die Veröffentlichung von ÖVP-internen E-Mails, die belegen sollen, dass die ÖVP bereits im Februar 2018 über das Ibiza-Video Bescheid wusste bzw. in dieses verstrickt sei. Besonders interessant, die IP-Adresse der angeblichen Kurz-Mails weist auf dem Hosting-Provider der Wiener ÖVP. Während all dies öffentlich wird, ist Kurz wahrscheinlich schon wieder auf seiner Nicht-Wahlkampftour, während die Österreicher wohl am liebsten nur eines wollen: ruhige und entspannte Sonnenstunden bis zum ohnehin politisch heißen September.